Sie sehen eine Wahlwerbung. Für den Inhalt und Gestaltung ist der jeweilige Kandidat selbst verantwortlich. Wir sind zur Ausstrahlung der Beiträge verpflichtet. Ein herzliches Glück auf, liebe Wählerinnen und Wähler aus Olbernhau und seinen Ortsteilen. Ich bin gebürtiger Heidersdorfer und wohne seit 30 Jahren hier in Olbernhau. Ich habe 30 Jahre Berufserfahrung in Wirtschafts- und Dienstleistungsunternehmen. Mein Vorteil ist ein neutraler Blick von außen hin zum städtischen Tun und Handeln. Wichtig ist mir, gut zuzuhören und eine offene Kommunikation aus dem Rathaus heraus hin zu und mit Ihnen. Schwerpunktthemen meiner künftigen Arbeit sind Bildung, von den Kitas bis zur beruflichen Qualifizierung hier in der Region. Ich kenne Tino und seine Familie schon sehr lange. Er ist für mich ein Mann der Taten. Ich weiß, dass er im Bereich der Bildung und Jugendarbeit ganz viel bewegen kann, denn das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir brauchen unseren Nachwuchs hier in der Region. Attraktives Wohnen, Mietswohnungen, Mehrgenerationshäuser oder Grundstückserbpachtmodelle. Gewerbepark und Gewerbegebiet zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen und der Wirtschaftskraft, kombiniert mit erneuerbaren Energienkonzepten. Tino Kluge kennt die Befindlichkeiten der Handwerker, der Gewerbetreibenden, der Wirtschaft. Er kennt auch die deutsche Bürokratie. Und ich traue ihm zu, beides pragmatisch zu vereinen. Die Förderung und die Vernetzung des Vereinslebens und des Ehrenamtes. Tino Kluge ist bei uns im Intercycling-Sport sehr engagiert. Und ich wähle Tino Kluge, weil ich ihm zutraue, auch für die anderen Vereine in Olbernhau das Beste herauszuholen. Und nicht zuletzt eine lebendige, wenn auch kleine Innenstadt. Bitte beteiligen Sie sich an der Bürgermeisterwahl in Olbernhau. Und ich bin mir sehr sicher, Sie treffen eine kluge Wahl. Herzlichst, Ihr Tino Kluge, gemeinsam in Olbernhau. Sie sahen eine Wahlwerbung. Für den Inhalt und Gestaltung ist der jeweilige Kandidat selbst verantwortlich. Wir sind zur Ausstrahlung der Beiträge verpflichtet.